kommt dann irgendwas hat er jetzt am Mod geändert oder irgendwie alles Glas. Nein, noch schlimmer. Alles in hell. Ja, das ist doch viel böser und dunkler. Ja, ja, schon, aber jetzt einfach nur das alles in hell. Also es gibt eigentlich jetzt kein direktes. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt weiter rennen, dann generiert sich auch nicht. Dann generiert sich die Map ein bisschen lustig. Wird sie dann aus hell generiert oder aus. Ja, das ist der Übergang ist immer so richtig schön und toll. Hey, cool, da sind du rennst mal nicht. Du grenzt übrigens in die falsche Richtung, weil da ist schon generiert und da können wir nicht generieren. Aber da sind Guests. Ja, komm, lass uns mal hier weiter rennen, die Richtung. Und da ist ein Pigment-Zombie. Hallo, Schweinemensch. Hi. Ja. Mich schlagen, wenn ich dich schlage. Bist ja eigentlich auch Zombies? Ey, komm, lass uns nicht verteilt zum Mitglied gehen. Will mir die Gäste holen. Kommt her, Gast. Kommt schon, ihr müsst mir. Oh, hier hinten gibt's auch welche. Lass uns lieber ein bisschen Terrain generieren. Ich will nur zu den Gästen. Nein, meine Freunde, bleibt doch bei mir. Ey, du Idiot. Da hinten gibt's noch mehr Freunde für dich. Okay. Zum Beispiel noch ein Zombie-Pigman. Guck mal, da hinten generiert's gerade so lustig. Ey, wenn wir jetzt wieder zurück in die normale Welt gehen, ne? Dann haben wir da hinten so ein Teil hell und irgendwie ist aber der andere Teil auch wieder. Es ist doch krank. So. Haben wir gerade alles Zombie-Pigman, du nervst. Ja, natürlich. Das sind alles Videoeffekte. Klar, wo ist der Gast? Hallo, Gast? Vielleicht hier. Folgst du mir? Ja. Nee, du rennst hier durch. Da ist gerade ein riesiger Gast und damit nicht wirklich riesig über dir erschienen. Über mir? Oh, hi. Ja, irgendwo da in der Nähe bei dir. Komm her, komm her, hallo, hier bin ich, komm her. Boot. Boot. Dummes Viech. Hat sich getötet? Nee. Hä? Was für eine Frage. Was will mich auch nicht töten? Irgendwie ist meine Brille so dreckig. Da muss ich etwas gegen tun. Ah ja, dieser epische Übergang. Man merkt's. Wir sind die Ersten, die mal den Übergang zeigen hier. Ja. So sieht das aus, wenn das Spiel so und durcheinander Lava ist. Weil Lava unter Wasser, das ist auch nicht schlecht. So. Ja, das ist normal. Standard. Komm, lass uns eine Brücke aus Goldblöcken machen. Direkt hier an der Lava. Ich habe hier nämlich Goldblöcke, ja. Und ich kann die benutzen. Und du wirst nicht mitkommen. Haha. Ich hab Obsidian. Hey, er hat was geblowt. Er blowt was. Wie? Was? Wann? Wo? Warst du das oder war das unser Gast? Da ist, hier oben ist ein Gast. Wie groß ist denn der eigentlich? Ganz normale Größe. Ich habe schon mal welche gesehen, die sind riesig. Nee, die sind alle gleich groß. Nein, ich habe schon mal einen gesehen, der war wirklich riesig. Ich stand direkt vor ihm. Der ist auch ein bisschen, der ist größer. Funktioniert eigentlich Pfeil und Bogen? Nicht, oder? Doch, aber wir haben ein Problem. Und zwar, das Viech spuckt uns auf uns drauf und es funktioniert nicht richtig. Deswegen sehen wir nicht, dass es auf uns drauf spuckt. Ist das nicht genial? Hi, my friend. Come on. Warte, ich muss mal kurz selber neu starten. Ja, kannst du dann ein Kit für Bogen, Pfeil und Bogen machen? Nein, ja, ist egal. Oh cool, dritter Part. Wuhi! Ja, wir sind halt richtig, wir können das halt. Klar. So, warte, der Server startet noch. Noch nicht verbinden. Wird aber schlecht, wenn sie den Splitscreen machen und das dann synchron halten wollen, müssen sie bei dir in die Minute vorgehen. Ja, ist doch egal. So, kannst du jetzt hier gucken, hier. Sonst schickst du mir hinterher die Aufnahme und ich mache halt Splitscreen. Ja. Das Lustige ist, obwohl ich wieder auf normal geschaltet habe, ist hier immer noch dieser Gast. Das ist krank. Aber gut. Akzeptieren wir das jetzt mal. Wo bist du denn überhaupt? Hier oben. Hiyo! Was? Burn, baby, burn. Ich baue mir mal eine TNT-Brücke zu ihm. Ich hab doch Shift gedrückt! TP! Guest! TP, Paracoupa. Jetzt bist du auch ins Wasser gesprungen! Warum bist du jetzt auch ins Wasser gesprungen? Genau deswegen. Oh, ich sehe mal. Genau, da ist was mache. Ha, Pigment Tommy! Oh mein unten Gott. Ist eine Ebene, guck mal hier. Groschen. Ja. Da ist endet einfach so das Wasser. Ich würde behaupten, das Ende der Welt.
Wir haben es erreicht. Ja, hier beginnt die Hölle. Das Lustige ist, morgen früh können wir sogar mal die Hölle in Farbe ansehen. Also. Aber hier ist schon wieder Slow Sand, wie ich das hasse. Der hat für ganz kleine viele Creeper-Gesichter auf. Hallo Creeper! Creeper Boom! Genau, allerdings TNT in Hellzünden geht so krass geil. Wieso? Weil dieser komische rote Stein nichts aushält. Ich muss das mal. Ja, das kannst du jetzt. Kid Madness. Wo bist du überhaupt? Ich bin hier oben, da demonstriert das gerade. Und wow! Geil! Wie das wegfetzt. Das ist voll krass, wie wenig das aushält. Da macht selbst der Creeper noch Krater. Ja, Spinne, da schaust du blöd, wenn du in die Luft gejagt wirst. Ich hasse Slow Sand. Mach ich mir halt meinen Bogen selber, ist mir doch wurscht. Warte, Kit, ja richtig, ich wollte ja noch ein Kit machen für so, New. Bogen heißt das Kit und das heißt. Ich bräuchte noch Pfeile. Wie heißt denn überhaupt? Ich weiß nicht mal, wie dieses Ding heißt. Auf Englisch. Bow, Arrow, hallo? Ja. Arrow, kriegst du auch 64 Stück. Ups. Was ist da ein Kit? Bilder. So, Bogen ist fertig, das Kit. Also, dafür mein Kit? Was haben wir denn? Admin? Admin Kit, ja. Kannst du nehmen. Ich bin ja gar kein Admin. Warte mal. Ausrufezeichen. Kit, Admin. Müsste aber verfügbar sein. Ah, ja, das ist das. Geil, auf Slow Sand, wenn du darauf Gegner haust, dann fliegen sie nicht weg. Ich mach diese Gegner nach, ich weiß auch nicht, so. Das macht doch Spaß. Warum? Was machst du da unten? Das sieht voll krank aus. Ha? Ah, bisschen hier vorne, ein bisschen davon. Ich will mal am Boden gucken. Schau mal, ich warte, bis es Tag wird, nur irgendwie. Also, aber das nervt langsam, mein rechter Ohrstift soll dann wieder an sein oder aus? Und bitte nicht eine Mischung aus beidem. Das ist. Es wird gleich wieder Tag, in wenigen Sekunden. Am Ende von Hell ist Bedrock, würde ich jetzt behaupten. Sicher. Ich schau gleich nach. Jo. Also Adminium halt. Bisher noch nichts anderes gefunden. Es wird bei dir, es wird jetzt gleich Tag hier. Ich habe die Lava entdeckt. Okay, ja, ich muss mich zu dir fort. Wie mache ich das doch? TP? Ich gehe aber, renn aber gerade zu dir hin. Wie mach. Hier ist ein Creeper. Ja, ist auch eine gute Idee. TP. Groschen. Oder der Creeper macht nichts. Groschen. Oh, super, der ortet dich nämlich gerade. Hi. Dum, dum, dum. Ey, guck mal, da hinten generiert wieder normales Gelände. Das sieht so geil aus. Wer diese Welt haben möchte, soll eine SMS mit "Ich möchte diese Welt haben" an 333333. Was soll das? An die 1587 leckt uns doch am Arsch. Warum hast du hier ein Loch aus Lava gemacht? Ach, nur so. Warum hast du das jetzt oben wieder zugemacht? Ach, nur so. Hast du gar nicht. Okay, aber was... Komm, lass uns eine Brücke auf. Maschinengewehr! Ja, ich renne jetzt weiter. Kommst du mit? Vielleicht. Fragezeichen. Das brenne ich schon. Ich mache hier nämlich gerade eine Brücke aus Glas, die ich dann nicht benutze, weil ich sowieso nur durchschwimme. Kann man nicht Boote auf Lava benutzen? Schau, da kommt auch Obsidian. Ja, du lässt ja jetzt auch. Ja. Nicht auch Wasser? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich muss mal diese ganzen Glasblöcke loswerden. Groschen, über mir ist nur Obsidian. Wo kommt der Zombie her? Wo kommt der verkackte Zombie denn bitte her? Der will halt nicht brennen. Was sind das hier für kranke Soundeffekte? Weißt du nicht, du hast die ausgeschaltet, richtig? Ja, die machen eh nur einen Sound dann an. Das heißt, wenn sie deinen anmachen, hören sie es eh nur von dir. Hast du überhaupt sichergestellt, dass sie mich hören? Ja, das habe ich sichergestellt. Übrigens, da hinten sind ganz viele Skelette und, so.
Das Tolle ist, sie verschwinden nicht, obwohl es Tag ist. In der Tat. Ich brauche hier mal Wasser, bitte. Cool. Groschen, ich brauche hier mal Wasser. Was machst du da hinten? Ich will die Brücke fertigstellen, sozusagen. Oh. Kid Madness. Komm. Dankeschön. Nein. Nein. Das war ja wieder so klar. So. Jetzt ist eine reine Brücke aus Obsidian. Das sieht viel cooler aus. Ja, hier hinten ist eine Insel von Gegnern. Hey, wollen wir mal eine Kaktusfestung bauen, so wie ich in meinem neuesten Let's Play Video? Hier kommt gerade ein Zombie-Skelett auf mich zu. Ja, der Creeper hat gerade Boom gemacht. Warst du überall Source-Blöcke platziert? Nicht, oder? Doch, so gut wie. Ah, ich merk schon. Vom System hältst du auch nichts. So. Hi, Creeper. Übrigens, die Gegner hier sterben übrigens nur nicht, weil hier dunkel ist. Hi, Creeper. Tschüss, Creeper. Wenn du diesen TNT-Turm nicht in die Luft jagst. Es könnte sein, dass er aus Versehen gezündet wird durch die Lava, die jetzt da unten rankommt. Aber ansonsten, okay, ich mache ihn nicht kaputt. Ja, das ist jetzt gehört. Hallo Skelett, tschüss Skelett. Skelett hat gerade Suicide begonnen. Kriegst Lava auf den Kopf. Guck mal hoch, guck mal hoch. Geil. Hey, schau mal her. Whee! Und da kriegt Skelett. Und tschüss. Komm schon. Ja, ja, ich wusste es, er hat gezündet. Gut. Da unten ist jetzt ein schönes Loch. Ja, da unten sind ganz viele Löcher. Guck mal, was hier oben ist. Da hinten ist jetzt wieder die normale Welt. Danke, teleportiere mich nochmal hoch. Ich bin gerade runtergefallen. Wieso bist du runtergefallen? Ich habe eine Barriere gemacht am Rand. Du kannst gar nicht runterfallen. Das ist ja, denn du bist richtig bescheuert. Das ist doch nicht normal. Egal. Gut, dann teleportiere. Komm, dann machen wir hier nochmal eine richtige Barriere. Auf allen Seiten so. Was auf der hier vorne so. Da hinten geht's dann halt weiter. Und da oben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Da unabsichtlich. Ja, das glaube ich dir gerne, aber wie machst du das? Ich bin nur hochgesprungen und plötzlich ist er runtergefallen. Da kann ich nichts für. Ja, zünd an. Ich hab's nicht angezündet. Doch, hab ich auch nicht. Was machen wir jetzt? Wir werden sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Du wirst sterben. Nein, du wirst leider auch nicht sterben. Schade. Okay, da ist die gute Welt. Hier ist überall hell und da hinten geht die gute Welt weiter. Hey, ist das genial. Gut, wie kommen wir also in die gute Welt? Das ist voll krank. Das Notch hätte das so machen müssen. So nach Motto. Was weiß ich. Nach dem Motto halt. Naja, also die unsere Welt ist irgendwo da hinten. Da oben sind Creeper. Ja, das ist normal. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Wir machen das, was ich jetzt mache, und zwar starten wir nochmal den Server neu. Komplett neu? Ja. Warum? Weil ich jetzt nochmal andere lustige Dinge mache. Aber dann könnten wir doch jetzt. Ach komm. Die könnten wir machen. Ja, dann machen wir hier jetzt Schluss. Das war's dann für heute. Für morgen und für übermorgen. Hoffentlich hat's euch gefallen. Ja. Und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und tschüss.